Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Theater-Aficionados. Mehr als 20 Jahre alt sind Sie jetzt, die Impulse. Ein bewegtes Festival, ein schräges, ein abgefahrenes, ein anmaßendes und unmäßiges, ein impulsives und impulssetzendes, kurz ein Theaterfestival und eines, das seinesgleichen sucht, aber natürlich mit seiner einzigartigen Geschichte seit der Gründung 1990 gar nicht wirklich finden kann. Oder doch? Aber dann ganz anders. Obwohl ganz, natürlich kann man das Berliner Theatertreffen als ein Geschwister der Impulse ansehen, eines, das sich ihm in manchen Zügen mehr und mehr angleicht. So zum Beispiel darin, dass die heutige Aufführung bei der Eröffnung, Testament, eine wunderbare Geburt von Shishi-Pop aus dem Geiste des Freien Theaters in Berlin gerade gefeiert worden ist. Gefeiert eben bei dem Theatertreffen, das, obwohl auch eigentlich traditionell dem Stadt- und Staatstheater zugewandt, mehr und mehr auch freie Produktionen einlädt. Produktionen aus der freien Szene. Umso wichtiger, dass beide Festivals in Berlin und in NRW, zentral und dezentral, fest und frei, auch ähnlich gefördert werden. Hier gilt mein großer Dank der Kulturstiftung des Bundes und Hortensia Völkers, die dies erkannt haben und enorm wichtige, umfangreiche Unterstützung leisten. Denn allein könnte das NRW-Kultursekretariat als Veranstalter und könnten die beteiligten Städte Bochum, Düsseldorf, Köln und Mülheim bei aller Kraftanstrengung die notwendige Finanzierung nicht leisten. Hier ist von großer Bedeutung auch zu nennen der beherzte Einsatz der Kunststiftung NRW und Regina Werwolz, für den ich mich sehr bedanke. Durch solche Förderung kann Impulse immer wieder wegweisende Impulse setzen, die das Theater in Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus seit so vielen Jahren prägen. Seit seiner Gründung durch Dietmar N. Schmidt und mit neuem Schwung, seitdem Tom Stromberg und Matthias von Harz die Leitung übernommen haben, mischt Impulse auf und mischt sich unverdrossen und der Zukunft zugewandt ein. So haben wir übrigens auch, apropos Zukunft, erstmals das Handy zu einem Multiplikator gemacht, mittels einer Handy-App mit Videowettbewerb, eine wegweisende, zumindest ganz neue Einrichtung für ein freies Theaterfestival, die erst dank der namhaften Unterstützung durch das Kulturministerium und sein Referat Regionale Kultur möglich geworden ist. Wichtig als Unterstützer für die Impulse insgesamt ist auch das nationale Performance-Netzwerk gewesen, das uns sehr geholfen hat. Impulse denkt Theater und produzieren immer weiter. In Gesprächsforen, mit internationalen Kuratoren und bei einem ambitionierten Review von Tanzrecherchen am 4. Juli auch in einer gesonderten Veranstaltung. Beides geschieht in Verbindung mit anderen Programmen des NRW-Kultursekretariats, sowohl nämlich mit dem internationalen Besucherprogramm als auch mit der Tanzrecherche NRW. Vernetzen und verweben. Auch das ist ja ein wesentliches Anliegen der Impulse, aber eben auch seines Veranstalters, des Kultursekretariats. Und gerade auch in diesem Sinne des vernetzten Miteinanders gilt mein Dank unseren Co-Veranstaltern, also den beteiligten Mitgliedstädten, allen voran Köln, das einen ganz besonderen finanziellen Beitrag geleistet hat und hier auch die Eröffnung ermöglicht, mit Hilfe auch der Sparkasse Köln-Bonn. Dank aber natürlich auch unseren veranstaltenden Theatern und Partnern vor Ort, mit denen und für die wir dieses Festival machen. Und noch ein Dank. Er richtet sich an das Goethe-Institut, das bei der Versendung unserer Preisträger in alle Welt behilflich sein wird, wie schon bei den vorigen Festivals. Und wo ich schon dabei bin, Dank auch der Jury für die Auswahl des Ensembles, der Performances und der Acts. Die Formate sind ja sehr unterschiedlich und die Auswahl war entsprechend knifflig und vielfältig. Und schließlich und nicht zuletzt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl des Kultursekretariats als auch der künstlerischen Leitung eben der Dank. Apropos und abschließend, Matthias von Harz und Tom Stromberg gratuliere ich zu ihrer beherzten, kundigen, originellen und
dialogfreudigen Arbeit. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Solches Einvernehmen und Zusammenwirken, auch das sucht seinesgleichen. Mal sehen, was sich findet. Danke.